Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass wir uns beim letzten Mal das Gehege der Löwen angeschaut haben. Und wenn ihr mal hier in die Anlage schaut und dieses Gehege mit dem Gehege von den Löwen vergleicht, dann seht ihr, dass die Gehegebegrenzung eine ganz andere ist. Bei den Löwen hatten wir einen sehr steilen Zugang in den Wassergraben und hier ist er ganz flach. Warum ist das wohl so? Löwen gehen überhaupt nicht gerne ins Wasser. Man sagt, die sind wasserscheu. Tiger hingegen, die baden gerne einmal. Das könnt ihr euch auch mal anschauen. Das hat ja wie auf Kommando geklappt. Wenn ihr euch die Tiger mal anschaut, dann spielen sie hier gerade gemeinsam in einer Gruppe. Wir haben hier ein Weibchen und seine beiden Töchter. Tiger sind aber eigentlich Einzelgänger. Weibchen und Männchen leben getrennt voneinander. Anders als die Löwen, die in einem Rudel leben, mit einer großen Gruppe von vielen Tieren. So, einen lebendigen Tiger anfassen, das würde ich mich natürlich auch nicht trauen. Genauso wie bei den Löwen wäre das viel zu gefährlich. Aber beim Tiger habe ich etwas mitgebracht. Kommt mal hier rüber. Ja, so ein Tigerfell, das sieht nicht nur gut aus, sondern hat natürlich auch einen ganz wichtigen Zweck zu erfüllen. Wenn man sich mal den Tiger anschaut, dann ist er ja gestreift. Die Frage ist nur, wofür ist das gut? Ein Tiger hat seine Streifen dafür, dass er auf der Jagd erfolgreich sein kann. Denn er versteckt sich im Untergrund. Wenn ihr euch mal vorstellt, dass bei Sonnenuntergang das Licht durch kleine Bäume, durch Gräser streicht, dann entsteht ein solches Streifenmuster, wie man das auch auf dem Tigerfell wiederfindet. Und so kann ein Tiger sich leicht an seine Beute anschleichen, ohne dabei entdeckt zu werden. Das ist gut für den Tiger, schlecht für seine Beute. Damit der Tiger bei seinen Anschleichversuchen auch möglichst lautlos unterwegs ist, sind die Krallen des Tigers in diesem Zustand auch nicht ausgefahren. Das heißt, die machen kein Geräusch, kratzen auf dem Fußboden oder ähnlichen. Wenn man sich mal einen Fußabdruck eines Tigers anschaut, dann kann man auf einem solchen Fußabdruck auch keine Krallenlöcher oder ähnliches entdecken. Der Tiger schleicht also ohne seine Krallen durch den Untergrund. Aber was macht er denn, wenn er seine Krallen dann benutzen will? Wie funktioniert das? Das kann ich euch an einem Modell einmal zeigen. Kommt mal mit. Bei diesem Krallenmodell kann man sehr schön sehen, wie der Ausfahrmechanismus der Kralle funktioniert. Normalerweise ist die Kralle im Fuß versteckt und gar nicht sichtbar. Doch wenn er sie benutzen will, wird über Sehnen die Kralle aus dem Fuß hinausgefahren und sie wird sichtbar. Und dann kann er die Kralle auch benutzen, um seine Beute festzuhalten. Ich hoffe, euch hat der Einblick in unsere Tigeranlage gefallen. Jetzt kennt ihr schon mehrere Unterschiede zwischen Tigern und Löwen. Wenn ihr noch weiter forscht, dann findet ihr bestimmt noch mehr Unterschiede heraus. Vielleicht schreibt ihr wieder ein paar Unterschiede in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen. So, beim nächsten Mal besuchen wir andere Tiere. Auf Wiedersehen!